Wo ist wo? Ah! Panik! Jetzt darf ich wieder entgegen, oder? Ich glaube, es ist schon eine halbe Impfung. Ah! Doch, wieder! Morgen, Jungs. Guten Abend. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ja, wir spielen heute mal wieder eine Usernet vom Alex B. Vielen Dank fürs Einsenden. Und an der Stelle. Zudem Version 08.2. Zum ersten Mal. Ja. Deswegen kombinieren wir jetzt sozusagen das Update-Video mit der Usernet. Ich bin ohne Intro. Es kommt zwar etwas verspätet, aber... 08.2er nennt er seine Map. Passend zur Versionsnummer. Und wir starten jetzt mal auf Euclid. Yes, let's play. Let's play. Und wir haben uns ein neues Konzept ausgedacht, um diese Ladezeiten zu überbrücken. Die sollen jetzt aber laut Changelog kürzer sein, ne? Ja, das stimmt. Ja, da kannst du dann später nochmal drauf eingehen. Und zwar schreibt ihr einfach mal Fragen in die Kommentare an uns. Und die werden wir dann beim nächsten Mal vorlesen und beantworten. Während der Ladezeit. Es können Fragen zu SCP sein, es können Fragen zu unserem Leben sein. Völlig off topic. Da lassen wir eurer Kreativität mal freien Lauf. Und die Ladezeiten kommen mir eigentlich länger vor als sonst. Was ist da los, Junge? Ja, dann kannst du ja mal den Changelog hier kurz durchgehen. Also eigentlich hat sich nicht viel verändert. Einen neuen Raum gibt es, Steht aber nicht was für eine. Ladezeiten, wie du schon gesagt hast. Der Rest ist Bugfix. Also haben wir noch nichts verpasst eigentlich. Bugfix, das klingt so irgendwie so Blitz-Bug-Mischung. Bugfix. B-A-C-K. So, es geht los, Achtung. Nicht, dass hier jetzt wieder der 98 Fox kommt. Stimmt, das war letztes Mal die Alex B Map, gell? Ja. Ah, cool, dann hat er den 173er da contained. Tür ist schon mal zu. Es schabt schon wieder. Was soll er schaben? 3 Batteries, Junge. 3. Wo ist er? Ja. Können wir eine Reihe schalten, da haben wir 27 Volt, oder? Ja, wir tun sie in 914. Boah! Ja. Guck mal hoch. Dann haben wir 48. Ja, was machst du? Das ist ja gar nicht da. Boah! Du bist Junge. Krasser Mausflug, Junge. So, da tut sich nichts. Ich gehe jetzt erstmal nach rechts, hätte ich gesagt. Da ist eine Kamera, ist die neu? Die ist neu, oder? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Oh shit, noch ein Gabel. Ich gehe jetzt immer nach rechts. Erst einmal. Nicht, dass du im Kreis läufst. Das geht ja nicht. Aber, ja, stimmt, am Anfang geht es natürlich nicht mehr. Da laufen wir im Prinzip nach links jetzt, ne? Das ist eigentlich ein Eckteil. Ja, stimmt. Das war mir ja damals gar nicht so bewusst, weil du mal einfach durchläufst und mal gar nicht drüber nachdenkst. Wow. Das habe ich mir fast gedacht. Aber das sieht man, wenn das so ewig dunkel ist, normalerweise kannst du bis zum Ende des Raumes gucken, oder? Ich glaube ja. Wow, Mauspack. Blut. Ja, der ist drin. Ja. Arschgesicht. Aber es ist ein süßes Arschgesicht. Süß. So, ich bleib jetzt mal hier. Aber wenn da die Kamera oben an der Decke ist, dann... Warte, ich mach mal... Soll ich machen, dass ich...
von da gekommen sind. Da waren wir schon. Dass so. Ich davon gekommen sind. Die Batterie heißt, da waren wir schon. Okay. Oder da kommen wir her. Ja, ah, okay. Haben wir genug. Da geht's zurück, heißt die Batterie jetzt. Da ist sie drin. Ja. Oh, das ist schon cool. Manchmal gehen wir rein und ist er weg. Ah, nee. Nee, das ist nicht da. Okay, er steht da. Steht da. Nochmal Glück gehabt, Junge. Seitdem der Rauch dichter ist, ist es viel spannender. Ja. Aber dafür taucht er, glaube ich, nicht so häufig auf. Alles was. Die Kamera ist gerade eben aufgetaucht. Hm. Oh. Macht er vielleicht mal zu, oder? Wow. Geht von rein. Geht von rein zu. Sesam, schließe dich. Jetzt laufen wir um die Ecke. Hat er gerade geschafft, oder? Ein bisschen vielleicht. Just a little bit. Ja, das oh ja, yeah. Schon wieder. Heute haben wir echt Pech. Ach, das ist ja von Alex B. Der hat überall aktiviert. Ja, wir sollen es ja auch schaffen. Wo ist er denn? Ja, er steht wahrscheinlich am Ausgang. Alex B., du bist ein Sadist. Ich muss sagen, der hat schon ziemlich drauf, ne? Ja, der hat's drauf. Das habe ich auch gar nicht geleugnet. Oh, das ist schlecht. Lock ihn aus. Beim nächsten Mal. Die Maps von Alex B. zeugen von Qualität. SCP-Kenntnis. Wenn wir sie durchgespielt haben, falls wir es schaffen, dann schauen wir uns die mal im Map Creator an. Ha. Das würde mich interessieren. Ob der da alles ausgebaut hat. Bis zum Rand. Wahrscheinlich kein freies Kästchen gelassen. Das heißt, wenn was frei ist, dann haut er da irgendeinen Raum sinnlos rein, damit der Platz gefüllt ist. Aber die Map ist auf 5 Kilobyte groß, ne? Die wir bisher bekommen haben, die waren alle so 2 Kilobyte. Okay. Also mehr als das Doppelte eigentlich. Also sowohl seine erste Map als auch die von der Gamer 36. Zutrauen würde ich es ihm, dass er die komplette Fläche ausgenutzt hat. Du sollst die Maske reißen. Und das war übrigens nicht als. Es war als Kompliment gemeint. Nein! Hallo, raus! Ich weiß nicht, was da drin ist. Aber war nicht. Pisse? Aus meinem Arsch. Aus meinem Arsch. Weiß ich denn, aber. Ist er vielleicht hier? Nein. Hm. Was war das nun? Mysteriös. Überall diese. Komm, wir haben noch nicht mal eine D-Card. Außer die Level 1 halt, aber. Mit der kommen wir nicht. So, ist es jetzt. Ist es jetzt der Anfang? Jetzt sind wir von da gekommen, ne? Ich weiß nicht. Wir haben auch noch keinen Navigator, ne? Nee, wir haben gar nichts. Das ist schlecht. Nee, da waren wir noch nicht. Das ist ja eigentlich ein Wind, da kommen wir nicht rein. Dann. Ja, aber du kannst geradeaus durchlaufen. Nee. Nee. Warte, wir kommen jetzt von da. Von da kommen wir. Dann würde ich das mal hingehen. Er ist aber auch immer drin. Ach Mann. Fuck mir hier blinzeln, du. Sind wir instantly dead. Instantly. Das ist man, glaube ich, immer, wenn man vor dem blinzelt. Ja, aber da ist der Abstand zu gering, um noch die Chance zu haben, zu überleben. Was haben wir da überhaupt aufgesammelt? 173. Ist er da drin oder? Das schaut hinter mir, oder? Ich weiß es nicht. Schau doch mal. Hat sich was die Original angehört. Batterie. Da waren wir schon. Junge. Ja, dann müssen wir wieder zurück, oder? Aber hä?
Das war die erste Batterie, die ich gelegt habe. Da ist dann dieses 372 da, ne? Das heißt, das ist mehr. Jetzt mehr Gas geworfen. Wie geht denn das bitte? Ganz witzig, ja? Dein Navigator wäre jetzt übelst hilfreich. Von da kommen wir her. Okay, dann sind wir da im Kreis gelaufen. Ja, genau, und da kommt diese Kreuzung hier, ne? Danach. Hm. Ganz schön kompliziert. Schon wieder mein Stamina. Ich hätte mitzeichnen sollen. Regeneraten lassen. Sollen. Eieiei. Da soll es noch einer zurechtfinden. Das ist gar nicht mehr, wo wir schon waren und wo nicht. Da waren wir, glaube ich, schon. Es geht immer ums Eck und dann wieder ums Eck. Eigentlich ist es ein Kreis, aber irgendwo ist ein Ausweg aus dem Kreis. Hier. Jetzt geht's rechts rum, ja. Das ist so eine Art S-Kurve. Oder S. Ja. So, wir sind jetzt links gerade. Ja, genau, da bist du links, dann musst du jetzt gerade aus oder rechts. Ich geh jetzt gerade aus. Ja. Uhrzeigersinn. Oder rechts? Nee, wir gehen gerade aus. Wenn ich jetzt wieder da rauskomme, dann. Da gibt's ihn zweimal. Ach stimmt, da bist du zurückgelaufen, da bist du links gelaufen. Ja. Jetzt dreht's. Ja, das war hell. Das jetzt, glaube ich, damit. Weiß noch nicht, ob's. Da kommt er jetzt. Flatsch! Ist da eine Kamera? Da ist keine Kamera. Wenn er runterfällt, ist keine Kamera. Und die Kameras, die spawnen auch erst, wenn du den Raum betrittst. So. Jetzt habe ich aber nichts mehr. Besser kann ich noch schmeißen. Oh nee, wirklich. Schau mal links, was da ist. Das. Ja, wieso links war auch noch gar nicht? Wo ist der Motherfucker? Wow! Hä? Wo macht der auf? Ich hab keine Ahnung. Junge, der ist zweimal im Spiel. Oh, scheiße. Fuck! Ich hab zugemacht. Da ist noch. Da kannst du auch noch zumachen. Oh, was für ein Motherfucker. Alter. Fuck you, Peanut Boy. Oh Gott. Ey, wie ging das jetzt? Die Tür war doch offen. Als ich rein bin, dann bin ich da rein, hab den Schalter gedrückt. Dann hätte die andere Tür eigentlich aufgehen müssen. Hab ich zweimal gedrückt? Kann das sein? Glaube ich, kann. So schnell geht es doch nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Mach, versuch's nochmal, oder? Jetzt steht er aber da. Ja, dann geh raus. Ja, das war einfach. Hab ich. Bisschen gehofft. Okay, von so sind wir jetzt gekommen, ne? Ja. Oh, wirklich? Wirklich? Soll man sich hier zurechtfinden? Ich glaube, es sind 9 Kreuzungen aneinander, oder? Geht es überhaupt? So, okay, hier waren wir. Dann führe ich schon mal so zusammen. Hat's gerade geschafft? GP. Ohne Keycard von allem. Okay, da haben wir ohne Keycard schon mal geschafft, oder? Ja. In der früheren Version aber. Hat an den Kommentaren geschrieben, dass es jetzt bei GTA angeblich auch noch ein Ende gibt. Okay. Naja, wenn wir hinkommen. Ich glaube, es war vielleicht sogar. Nee, gibt's kein anderes Ende. Ich habe letztens alleine gespielt, ich bin da hingekommen. Ist das so? Mit 0 nach 2? Ja. Ja. Okay. Müssen wir gucken, wer das geschrieben hat. Ich glaube, das war der Alex P. Ich fand nicht, dass er mal reingeschaut hat. Der läuft raus. Oder abgeschossen. Da könnte sich jetzt drehen. Ne, gibt's nicht. Vielleicht ist Gate B anders. So minimal erschrecke ich immer. Ach nee. Obacht. Der wird gedroppt von oben. Kenn ich. Was? Nice! Okay, welches ist das jetzt? Ist es 372 hier? Oh, really? Oh nein. Gott. Nein!
alles zurück. Ich glaube, ich bin jetzt überrascht. Da ist auch nichts mehr drin. Da waren wir ja überall schon. Spawnen den Raum, glaube ich, immer nur einmal. Wenn dann woanders auftaucht, dann. Wo hast du jetzt die Tür zugemacht? Die kam so verspätet irgendwie, das Geräusch. Da, ich wusste, irgendwo ist der Motherfucker. The fuck. Aber wo? Also, was heißt es? Da müssen wir hin, da waren wir. Ja, da waren wir schon. Nee, da waren wir. Was geht's da hin? Wenn du lebst von lange. Es wäre knapp geworden, wenn er wirklich da gewesen wäre. Nee. Das schaffst du dann, glaube ich, immer nur bis knapp vor die Tür innen. Ich weiß nicht mehr, wo wir jetzt waren, wo nicht. Weißt du was? Ich gehe zurück. Ich hätte noch ganz am Anfang noch eine Kreuzung. Alex B., was machen wir mit dir? Ja. Lauf bitte! Ich weiß nicht, wo ist man? Mauspack. Ja, genau, das war das S. Wo ich gesagt habe, das ist ein S. S-förmiger. Das war das hier nicht. Ich dachte, ich laufe so langsam zurück Richtung Anfang. Oh. Oh Gott. Einfach durchfahren. Navigator, please. Jetzt hatte ich kurz gedacht, dass das da drin steht. Wieso? Weißt du nicht. Irgendwas gesehen. Ist ja voll dunkel. Es geht? Wo sind sie? Das ist nicht gut. Jetzt. Kann ich laufen, das war nicht sehr laufen. Das ist scheiße, ich laufe jetzt nur. Rechts. Wir sind gerade links. Natürlich, ich laufe. Von dem weg. Wenn wir Glück haben, finden wir vielleicht auch einen neuen Weg. Ich glaube, ich schaff's den Fan. Okay. Oh. Damn it. Damn it. Sag mir eine Plätze, komm, dann schrei ich. So, links oder links? Grad. Keine Ahnung, ich bin einfach geflohen. Ja. Ah, da waren wir noch nicht. Sehr gut. Brauchen wir über eine Karte? Ja. Nee. Natürlich. Ach ja, stimmt. Das hatte ich jetzt überzeugt, oder? Nee, ich habe gerade an mein letztes Gameplay gedacht. Bin ich, glaube ich, auch mit die Karte rein. So, wir haben jetzt einen Navigator. Couldn't connect to database. Genau, wenn wir da lang laufen, kommen wir. Da waren wir noch gar nicht, Mann. Ja, eben. Kommen wir auf jeden Fall zu einem neuen. Ja. Wir brauchen jetzt. Wobei, es geht ums Eck. Könnt ihr wieder irgendeine Kreuzung holen? Nein. 14. Da steht er. Da steht er. Okay. Was denn? Du bist da so sprunghaft hingerannt. Ja, ohne zu blinzeln. Nicht so wie du das letzte Mal. Hast du gesehen und hast geblinzelt. Das war eine andere Situation. Wow. Oh, safe. Sollen wir mal safen? Echt jetzt? Haben ein paar geschrieben auch, dass wir mal wieder safen sollen. Ich meine, wenn wir. Ich möchte nicht laden. Safe. So. Ich meine, wenn wir es durchspielen will, kommen wir fast nicht ums Speichern rum. Ja. Oh. Oh, also Origami, Origami. Ich mach keine Origami. Oh Mann. Das mache ich dann nicht. Na gut. Yeah! Das kann man auf den Weg legen. Kann man mit einem normalen Zettel auch. So langweilig. So, den mache ich aber zu keinem Origami. Okay. Also wenn ich jetzt nochmal da was machen muss, weil wir keine Kicker haben.
ein, zwei Mastercards haben. Ich bin gespannt. Ne, passt. Ah. Okay. Wie schaut's aus? Guck dir, was passiert, wenn du die Keycard, die Mastercard an deine Tür einsetzt. Noch nie probiert, oder? You need a Keycard to Dingsbums. Ja, yeah, to operate the door. Träufel ein bisschen von der Strange Bottle drauf, genau. Da kann er noch drin sein, oder? Der ist noch drin, glaube ich. Ich hab's schlafen gehört. Grinding. Ich weiß es nicht. Warum bist du dicht dran? Mach mal die Augen zu und. Nee, ist nicht drin. Ich seh auch nichts. Ich lauf jetzt da durch, Mann. Jetzt lauf ich nicht mehr durch. Hast du auch gehört? Ja. Er ist doch da drin, oder kommt er von hinten? Der muss da drin sein. Wann? Doch, der steht da vor der Tür. Warte. Ah, ist der? Scheiße. Pisse aus seinem Arsch. Geht er durch, Tom. In die Fresse von Kals Mom. Na gut. Gut, dass du sagst, der steht direkt vor der Tür. Was für eine Ironie. Ja, nicht direkt, sonst wären wir ja nicht reingekommen. Ja, aber ich wäre wieder zurückgelaufen. Ich würde in dieser Episode, ich sag's dir. Das habe ich mir schon nach 10 Minuten gedacht, weil da so viele, ja, okay, so viele Kreuzungen... Was? Okay. Ach, jetzt laufen wir zurück. Stehen. Ja, genau, da gab's ja keine... Wow. Da hat's in seinem Room geschabt. Follows. So. Hab ich gar keinen Zettel gelegt. Kommen wir von da? Ich weiß nicht, da war ich in Panik. Ich weiß nicht, wo wir langgelaufen sind. Da waren wir schon. Ja, wieder ist da. Der ist ja fast immer drin. Im Ernst? What? Hey, dann waren wir am Anfang schon komplett falsch. Hä? Das geht doch gar nicht. Das geht nicht. Wieso nicht? War der erste Raum nicht so ein roter? Dachte nicht, oder? Guck mal bitte auf den verkackten Navigator. Hast du es auch gemacht? Ja. Geh doch mal. Geh doch mal vor. Nee. Aber hier liegt nichts mehr. Ja, das muss der Start sein hier. Schau einfach mal, komm. Kann man nichts verstehen, das ist der Start. Das ist der Start. Ja, das siehst du auch auf dem Navigator hier. Ach so. Ich. So, das ist der Start. Aber. Start. Start ist der Knopf neben Select. Ja, guck mal. Achso, es geht von da, okay. So. Waren wir da jetzt schon? Ich geh jetzt nach links, oder? Nee, von links kamen wir doch jetzt gerade, oder? Echt? Gott, ich weiß. Schau kurz mal rein, dann sieht man doch. Ich bin am Anfang auf jeden Fall ganz rechts gelaufen, das war eine Niete. Ich glaube, in der Mitte ist dann 914. Ja, wir sind auf jeden Fall nicht von da gekommen, wo wir am Anfang hingegangen sind. Also es ist noch ein Weg über. Ah, ne, es sind zwei. Von wo sind wir jetzt gekommen? Von dann. Schau mal in die Gänge rein, ist das. Ich weiß es nicht mehr. Ja, da geht man nicht kurz da lang. So, was haben wir da? Ich hab keine Ahnung. Jetzt geht's hier lang einfach. Da ist mehr gekommen. Ah, da kommt auch eine Kreuzung. Ja, da sind wir vorbeigekommen, nachdem ich vom 106er geflohen bin, oder? Fuck, nein, das ist eine Sackgasse. Stimmt, dann ist das jetzt hier 914. Danach. Da geht's dann links um die Ecke, ne? Ja, dann ist das dann ein Vordien. Wie kommt man dann da hoch? Oh, da geh noch. Fuck, ey, komm gleich zurück. Du musst zuerst nach rechts und dann links rum? Ja, Alex B. wollte nur, dass wir Triple XXL Episode machen. Wahrscheinlich. Triple XL. Ich will aber keinen Gebrauch vom Spielstand machen, den wir gespart haben. Ich hab gesagt, wenn wir sterben, dann
so eine Episode, die probieren wir einfach maximal dreimal oder so. Alles klar. Oh, schon wieder. Mann, kann ich mal recontainen den. Da, so, warte, wo geh ich hin? Kobold. Nein, nein. Um 6 ist halt blöd, ne? So, ist gut. Oh. Hä, ist er schon weg? Oh ne, jetzt geht das los. Jetzt geht das los, Junge. Es hat noch gar nicht richtig angefangen. Hoffentlich kommen wir wieder in diese geile Pocket Dimension oder so. Hoffentlich kommen wir gar nicht in die Pocket Dimension. Ja, aber wenn, dann will ich wieder dahin, wo man so einen so Plattformen springen muss. Ja. Dieses Adventure. Jump'n'Run. Oh oh. Ah, es geht nach rechts, das ist gut. Weg. Boah, das ist wieder diese S-Scheiße. Boah, mit Bugs voll. Ja. Hat er vielleicht absichtlich jetzt gemacht, dass man nicht ganz damit rumrennt? Nee, es war schon mal so. Aber in 0.1 oder so hat er das gefixt. Das war da, wo, dann, wo das Spiel abgestürzt ist mit dem Navigator Ultimate. Changelog 8.2, das Problem wurde wieder eingefügt. Nein, fuck you! Boah, war das knapp. Junge. Junge, da schaut man einmal weg und schon machst du Scheiße. Eieiei, das war scheiße knapp. Oh, das ist dunkel. Der hat gerade voll gedimmt. Ach du Scheiße. Genau, der ist ja vorhin gespawnt. Ja. Dann sind wir wohin geflüchtet? Ich hab wahrscheinlich da, weil wir alles offen gelassen haben. Ich geh jetzt da lang. Ja, geh da lang, bitte. Vielleicht waren wir noch gar nicht drin. Was, hier? Ja, oder? Doch, da sind wir ganz am Anfang hergekommen. Ach, egal. Natürlich, da hat er noch eine Batterie hingelegt. Also links, oder? Ja, links ist Sackgasse. Ja, du hast doch da die Batterie, das heißt, da sind wir hergekommen. Ja, von da sind wir hergekommen, sag ich doch. Wer ist das was? Ist diese Map zu schaffen? Was denn? Frag Siri. Ich kann nur schwer dran glauben, dass man das schaffen kann. Man muss ja irgendwie. Kann man überhaupt Maps bauen, wo man nicht schaffen kann? Muss immer ein klar. Ende bauen. Ja, aber muss immer? Sagt er da nicht, dass. Ja, ich glaube, der macht das schon. So, ich geh jetzt da lang. Ich glaube, bei der Map bringt halt der Navigator so wie gar nichts. Das sieht neu aus. Ah, da waren wir, da haben wir gedacht, das ist Gate B und da waren wir auch schon. Scheiße. Warte. Schissel, man, Nizzle. Oh, nein. Wo? Weil ein Fleck ist. Da vielleicht. Überall Fleck. Genau, da wollte ich hingehen. Laut Navigator. Da sind wir bisher nicht hingekommen. Bist du dir sicher? Hast du das nicht gemacht? Zu 67%. Ich glaube, das, was wir jetzt hier sehen, ist Neuland. Das Internet ist für uns alle Neuland. Siehst du? Ich glaube, der ist jetzt da drin. Ja. Ich habe ihn gehört. Den Schlawiner. Der wäre jetzt fast nicht an den Schalter gekommen. Ja. Ich wurde schon leicht panisch. Ey, mach da schnell weiter. Sonst ist er jetzt hinter mir, oder? Achso. Ja, stimmt, ist er jetzt. Ah, er ist hinter dir. Da singt immer They See Me Grinding. Oh shit. Ja, da war ein Schalter. Hallo, schau mal hin. Da ist ein Schalter. Drücken wir den. What the fuck? Da sehe ich einen anderen Raum. Achievement unlocked. Das war ein Easter Egg. Ein Easter Egg. Was hat der Schalter jetzt bewirkt? Ich weiß es nicht. Kommt noch. Oh. Hey, da hat einer an Halloween geschrieben. Ja. Wir sollen Halloween in die Kommandozeile eingeben. Habe ich gemacht mal daheim, aber ist nichts passiert. Naja.
Kommt da irgendwas mit anderen Command oder so? Oder? Nee, gar nichts. Einfach keine Rückmeldung. Hm. Keine Rückmeldung. Programm schließen, online nach Lösung suchen. Oder vielleicht war gemeint Mapseed, aber stand Kommandozeile. Ja. Oh. Okay, warte. Mein Herz macht das nicht mit. Hm. Schaut jetzt zumindest schon mal um einiges linearer aus. Wie ist der Junge? Oder da, bin ich jetzt schon mal. Move, bitch. Don't lag, don't lag. Das ist echt mies, wenn er da steht und du musst um die Ecke laufen. Ah. Ganz vergessen! I have to kill this bitch! Aber wie? Wieso können wir den eigentlich nicht containen? Das ist ein Sackwasser auf jeden Fall. Wieso können wir ihn nicht containen? Ist es so ein Endroom? Ja. Oder schau doch mal genau. Ist ein Endroom. Das ist doch komisch. Okay. Sorry. Reicht dir das? Und ja, komm. Scheiß Ente, Alter. Nerv nicht. Du Sohn deiner Mutter. Alter. Komm hier an den Schalter. Ich mach das mal hier. Ach, jetzt geht's, oder? Alter, willst du mich verarschen? Da war Platz. Klick ganz oft. Ich hoffe, dass er den Bug gefixt hat, Junge. Oh, hat er aufgemacht? Nee, ist glaube ich das Gas, das stimmt. Ich habe auch eine Tür gehört. Sieht mal die Scheiße wieder ab, ich sehe ja gar nichts. Entschuldigung, du warst im Gas. So. Ich schaue schon wieder nach Kreislauf aus, ja. Kreislauf? Kreislauf. So nice. Nicht beabsichtigt. Glocke, komm, Glocke, Glocke, Glocke. Da werden wir dann vom anderen. Ja, also muss hier weitergehen. Oder rechts und nochmal links. Ja, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Aber du musst speichern vorher. Ja, jetzt ist es zu spät. Ich glaube, da passiert nichts, oder? Nee, schon zu spät. Ich glaube, es kommt schon wieder was. Geht zu. Und fragen nicht. Ich will jetzt containen, das regt mich auf, der Scheiße. Oh, oh, Scheiße! Fuck! Junge, nein, da geht's. Ja, das bringt doch nichts, die Türen zu machen. Ah. Jetzt hier und dann läufst du wieder da lang. Warte kurz und dann laufen wir weiter. Weil der läuft jetzt diagonal. Und dreh ein bisschen. Hab ich nicht vor, ne? Oh, er ist ganz nah. Sein BBC. Lauf ich den richtigen Weg, ja? Junge? Einfach nur hier. Wow, what the fuck, was war das? Wo ist wo? Ah! Panik! Ich bin wieder entgegen, oder? Ich glaube, es ist schon eine halbe Impfung. Oh! Lauf hin! Was ist passiert? Was zur verkackten Hölle? Wo sind wir? Hä? Wir sind. Hä? Was ist passiert, Mann? Es war dunkel und wir sind durch den gestorben. Geht doch gar nicht, oder? Das ist neu. Neu in dem Map Creator. Scheiße. Ja, aber kacke, selbst wenn wir es raus schaffen, wissen wir, haben wir keinen Plan, wo wir auf dieser Map sind. Aber wir kommen an einem random Ort raus. Da ist das Dokument. Ich würde sagen, wir gehen einfach immer dorthin, wo dieses Dokument liegt.
diese Burnt noch. Boah, das war gerade, sogar für das Spiel war das paranormal, ey. Ja! We are back! Okay. Aber sterben wir gerade? Hallo, sterben wir gerade? Wir verbluten. Ich glaube, das wird gleich besser. Es wird schlimmer. Nein. Das sind jetzt Zombies. Das wird schon besser. Hey, wenn du fei in... Schon weg. Wenn du im God-Mode einen Zombie begegnest, wirst du trotzdem zum Zombie. Also God-Mode schützt nicht vor... Trotzdem zum Zombie. Wenn die Zombies dich berühren, dann läufst du auch wie ein Zombie rum. So... Aber du stirbst nicht. Ja, weil du verletzt bist halt dann, aber okay, du stirbst nicht. Ne, du läufst wie ein Zombie, das ist so, wackelige Kamera ist zum Beispiel. Und das halt auch von sich alleine läuft, oder was? Ja, du, ja, glaub schon. So wackelige Kamera? Ja. Sind wir so ein Zombie? Bisschen zitternd auch, ja. Sind wir noch so zwei Hände da vorne? Das wäre natürlich nice. Nice. Wow, wir spielen schon 35 Minuten. Ja, wir sind noch nicht tot. Was hinsichtlich der letzten Situation ein Wunder ist. Ich guck noch mal in den Changelog, vielleicht hat sich was... Oh gemacht. Nein. Lass zurück, lass zurück, lass zurück. In diesem Raum ist es ja so, glaube ich, wenn du da jetzt stehst und blinzelst, macht er gar nichts. Aber lass lieber. Oh. Sind wir? So ein Corner ist das. Corner Room. Das kann ich wirklich gescheit rennen. Ich habe noch bleibende Schäden davon getragen. Tragen. Bei der Pocket Dimension. Können Sie die Strange Bottle nehmen? Ich würde links jetzt gerne. Hm. Immer noch mal. Bottle könnte man nehmen, aber es gibt dann immer noch die reelle Chance, dass man dabei stirbt. Da müsste es auch sagen, was sie sagen, glaube ich. Was kommt hier? Nee, da geht's weiter. Diese Antibiotika, wenn es geht. Hat er uns gesehen? Glaub nicht. Irgendwie neu, oder? Irgendwie ist war der, anders auf jeden hat Fall. Hat er das Model geändert? Das Model? Maintenance Tunnel, Junge. Oh, was anderes hier. Da gibt es diese Pille wenigstens. Oh, was kannst du dich schon mal beißen lassen? Von dem Zombie. Nee, das ist ja der Maintenance Tunnel, nicht der Zombie. Das Problem ist, ich glaube, der Doktor da unten, der tötet dich dann und du kannst nicht davon wegrennen, weil du als Zombie ja wie ein Gehbehinderter läufst. Ja, oh, nein, nicht hier unten. Ich kann nicht wirklich rennen hier. Das ist schlecht. Aber wir haben ja die gute Gasmaske. Ja, dann zieht man halt ungefähr, warte. Nichts. da würde ich nicht rein. Oder ja. Willst du die Pille? Pille. Biatch. Wir laufen so lange unten bis. Warte, kannst du. Wow, Junge! Wie hat er das gemacht? Keine Ahnung. Das war doch Cheat. Hit! Wir sind nur Pocket Dimension, wir sind nicht tot. Boah. Okay, wieder da, wo der Zettel liegt, oder? Ja, jetzt hab ich den Zettel doch schon. Ja, der liegt bestimmt wieder da. Schau mal alle Wege. Der muss da sein! Ich glaube nicht. Ach, wie blöd ist das denn? Geh doch irgendwo. Geh doch zu Hause. Jetzt bin ich schon einmal rumgelaufen, oder? Ja, mindestens. Ich geh jetzt da lang. Ich glaube, da hätte der Zettel gelegen. Jetzt sieht der Boden so dunkel aus. Bis zur Hölle? Hä? Geh weiter. Arschloch? Ja. Ist es eine Überschneidung? Oder ist es schon. Oder ist 106 ein Arschloch? Ja, gut.
Das war's mit dieser Episode. Und was machen wir denn? Ja, nix. Wir sind zwar aus der Pocket Dimension raus und ich kann eigentlich wieder normal rennen, scheint so. Console Commands benutzen wir keine mehr, oder? Nein, machen wir nicht. Nein, machen wir auch nicht. Ich hab nicht die Freigabe bekommen. Vom Alex B. Nee, fehl. Ja, kann man nichts mehr machen. Ist vorbei. Wir spielen die Map nochmal. Ja, natürlich. Ich spiel sie nochmal. Ja. Mindestens. Und die ist ja riesig. Gut, wir wissen jetzt. Ja, okay, 50% davon sind Kreuzungen, aber. War jetzt rechts, ganz rechts irgendwas? Nee, ne? Ganz rechts war nichts, es war nur Irreführung. Dann geradeaus war dann die Keycard und ein Stück weiter war dann 914, oder? Und wir sind jetzt dann am Ende dann den linken Weg gegangen. So war es, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Also ich glaube. Ich spiele dann, du navigierst mich. Ja, ich glaube, die rechte Gabelung können wir uns schenken, ganz am Anfang. Ganz am Anfang, ja, stimmt. Links kommt gleich zu den ganzen wichtigen Sachen eigentlich. Nee, geradeaus ist die Keycard und dann 914. Wo wir die Keycard dann aufbessern können. Und dann geht's zurück und dann den linken Weg. Also nicht den ganz linken, sondern da geht's eins geradeaus, dann kommt noch so eine Gabelung, dann links. Aber auf dem Navigator wäre das dann der linke Weg, so die Richtung. Und dann geht's so links und dann irgendwie hoch und so. Das sind wir jetzt gelaufen. Ich habe dir gerade gar nicht zugehört. Aber lass einfach weiterspielen. Ihr denkt an die Links-Kommentare. Ja. Unsere Frage. Nee, ja, unsere. Eure Frage für uns. Ja, so ungefähr. Und liken und abonnieren und. Alles Mögliche, ihr wisst schon. Bis demnächst. Zum nächsten Mal. Tschüss!